Ein ganz spezieller Gast im Labor für Entrepreneurship. Wir haben vor vielen Jahren, so ich weiß nicht, so 6, 7 Jahren, wissen Sie es noch? Ich weiß es nicht mehr genau. Wir haben beide viel zu tun. Der Herr Wiesner ist für mich jemand ganz Besonderer. Sie wissen sonst, Manager im Rampenlicht und mit Maßanzug und Gewand im Umgang mit den Medien und so. Und es gibt ja in Deutschland einen Mittelstand, der kommt viel zu kurz. Die sind eher so wie der Herr Wiesner, haben sich selber da hochgearbeitet, sind im wahrsten Sinne des Wortes Unternehmer, nicht angestellte Manager, hochbezahlte Manager, die über ihr Gehalt selber entscheiden und so. Brauchen wir hier nicht weiter ausführen. Das ist was anderes. Und ich habe damals mit Begeisterung, war ja für mich auch neu, so ihren Werdegang ein bisschen kennengelernt. Und man denkt ja immer Bildungssystem und Abschluss und dann so weiter. Herr Wiesner, wie war das bei Ihnen? Wenn Sie noch mal so kurz erzählen, Sie waren ja nicht zum Unternehmer geboren. Sie kommen auch nicht aus einem Umfeld, wo man sagt, klar, übernimmt die elterliche Firma. Sie haben eigentlich von Grund auf, im wahrsten Sinne des Wortes, es war schon schwierig, wenn ich mich richtig erinnere, eine Lehrstelle zu finden. Erzählen Sie mal ein bisschen. Mein Name ist Werner Wiesner, bin heute 72 Jahre und arbeite also seit 58, bin ich in die Lehre gegangen, 1958, täglich kann man fast sagen. Ja. Ich bin damals ins Versandhaus Neckermann gegangen und zwar wollte ich aber vorher zur Eisenbahn, meine Freunde alle zur Eisenbahn, alle Prüfungen mit Best bestanden, aber als ich zum Amtsarzt musste in Hanau, und da war auch alles klar, aber zum Schluss musste ich die Zahlen lesen. Da habe ich meine Badehose gegriffen, die Brille rausgeholt. Was, sagt er, Brillenträger sind die. Die können wir hier nicht gebrauchen. Also die Bundesbahn wäre heute nicht in den Problemen, wenn ich damals da geblieben wäre. Das glaube ich sofort, da sind wir sicher. Ja, und vielleicht noch ein Erlebnis. Ganz einprägsames, ich habe also keine Lehrstelle gehabt, alle Freunde hatten Lehrstellen. Und ich hatte einen Freund gehabt, der war ein Jahr älter, der hat damals bei Neckermann Versand angefangen in Frankfurt und hat immer mit Begeisterung erzählt. Das sind ja andere Zeiten gewesen als heute. Ja. Und da habe ich gedacht, naja, das hat mir so gefallen, habe ich also den Josef Neckermann persönlich einen Brief geschrieben und habe ich die Sache geschildert. Innerhalb einer Woche Antwort, zur Vorstellung kommen, der Personalchef hat mich 2 Stunden geprüft. Rechnen, Englisch, was es alles gab, schreiben. Dann hat er gesagt, am 1.4. fangen Sie an. Und den 1.4. muss ich Ihnen auch noch sagen, wir kamen in die Personalzentrale, eine Dame hat uns dann die Abteilung gebracht, ich kam ins technische Labor. Da gab es einen Herr Traugott, das war der Laborleiter, und der war ja unsicher, ich habe meine Versetzung, war so DIN A5, ihm gegeben, ja, und der saß am Schreibtisch, ich vorm Schreibtisch, habe aber meinen Finger so hin auf den Schreibtisch gelegt. Hat sich das durchgelesen, hat sich angeguckt, hat gesagt, Herr Wiesner, müde Leute können wir nicht gebrauchen. Das war damals. Sie haben nicht so, sondern nur den Finger. Und naja, jedenfalls habe ich dann einen weißen Kittel gekriegt. Damals ist er noch mit Kohlepapier geschrieben worden, Gummifinger, ja, und musste die technischen Berichte vom Außendienst, also vom technischen Kundendienst, nach Artikelnummern ablegen. Es war für mich grausam. Am liebsten wäre ich natürlich weggegangen, aber jetzt konnte ich mein Bild nicht antun, also bin ich durch. Nach 4 Wochen habe ich es nicht mehr ausgehalten. Und dann habe ich plötzlich festgestellt, dass bei einer Reklamation von einem Kühlschrank, natürlich aber auch mit, ein Kunde schon 3-mal den Kühlschrank, das Aggregat gewechselt gekriegt hat. Kühlt nicht. Also ich war ja immer der Erste in Frankfurt im Labor, habe ich mir, weil wir alle Geräte dort stehen hatten, bin ich also hin, habe mir das angeguckt. Innerhalb von 5 Minuten wusste ich, was war. Da gab es eine Verdampferschale. Und unten drunter ein Auffangbehälter fürs Wasser. Der war luftdicht. Die Kälte konnte gar nicht im Kühlraum. Habe ich also dann dem Traugott gesagt, ich durfte meinen Finger ausziehen, habe einen neuen weißen Kittel gekriegt und habe dann also
Kühlschrank ausliefern, Bügeleisen prüfen und diese Aufgaben gemacht. Und nach 3 Monaten war Versetzung, ich würde das nur noch mal sagen, dann hat er an die Personalzentrale geschrieben, hat gesagt, geht nicht, wir brauchen den Wiesner noch 3 Monate. Herr Wiesner, was ich daraus höre, ist, man muss selber initiativ sein, man absolut muss an sich glauben. Sie haben an den Josef Neckermann geschrieben, das war ja ein berühmter Mann. Ja, ich hatte keine Frage. Und Sie hatten den Mut, da einfach hinzuschreiben. Und siehe da, es passierte was. Ja. Und Sie sind kein Experte, kein Ingenieur für Kühlschränke. Nee. Und haben gedacht, jetzt gucke ich mir das mal an, wenn so das dreimal kaputt geht. Ja, ja. Und haben auf Anhieb was gesehen, ja, wo man gar nicht groß Spezialist ja sein musste. Ich glaube, das prägt auch ein bisschen Ihr Leben. Ja, das muss man. Machen wir mal den Sprung. Ja. Vom Angestellten bei Neckermann. Ja. Und dann ging es weiter, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Wurden Sie Verkäufer? Ja, man muss Folgendes sagen. Die Zeit, ich war 19 Jahre bei Neckermann im Einkauf, habe den Bereich Fotokino, Optik und Bürotechnik geleitet, habe das übernommen, als der Josef mich gebeten hat. Ich habe nämlich mit ihm ein besonderes Verhältnis gehabt. Ich habe mal bei einer Betriebsratsversammlung hat angegriffen. Ich war Jugendsprecher gewesen. Und wir hatten da Tischtennisgruppen und so weiter, da war ich zuständig gewesen und die haben Personalzentrale hat uns nicht den Raum gegeben. Ja. Naja, also die ganze Belegschaft hat da geholt, wie die Versammlung war. Ich bin dann wieder auf meinem Arbeitsplatz, hat mich die Sekretärin angerufen, Wiesner zum Chef. Das Erste, was er mir gesagt hat, hat gesagt, Wiesner, eins sage ich dir, vorführt lasse ich mich von dir nicht. Wenn du was hast, kommst du zu mir, dann klären wir zwei das. So war der gewesen. Ja. Das Bild vom Josef, werden vielleicht nicht alle kennen, ist natürlich in der Öffentlichkeit nicht so wiedergegeben, wie er wirklich war. Muss man dazu sagen. 19 Jahre bei Neckermann. Ja. Und wie ging es dann weiter? Na ja, Sie sind immer noch angestellt. Ja, wir wollen ja wissen, wann kam der Dreh ins... Ganz als Karstadt eingestiegen ist. Karstadt. Ja. Hat Neckermann aufgekauft. Ja. Ich musste dann nach Essen und dann wollten die mir beibringen, was richtig ist. Ja, dann, musste zusagen, ich habe in den 10 Jahren, wo ich die Abteilungen geleitet habe, einen Umsatz übernommen von 9,5 Millionen Jahresumsatz D-Mark. Und habe es mit 280 Millionen nach 10 Jahren abgegeben. Und die haben also von mir verlangt, dass ich die Karstadt-Ideologie da vertrete. Das habe ich abgelehnt und habe dann gekündigt, obwohl ich einen Jahresvertrag hatte mit 2 Monaten fristlos. Da musste ich zum Vorstand, Personalchef dabei, ist auch interessant, sagte Herr Wiesner, wenn Sie fristlos kündigen, müssen Sie sofort gehen. Da habe ich gesagt, Herr Dr. Ernst, so hieß er, wenn ich ihn in 340 Tage kündige, ist es fristlos. Hat der Vorstand gesagt, sind Sie ruhig zum Personalchef, war die Sache erledigt. Waren Sie auf einen Schlag raus. Ja. Da hatten Sie aber noch gar nicht jetzt, wie es weitergeht. Das war ja sehr mutig. Oder hatten Sie schon im Kopf, wie es weitergeht? Natürlich hatte ich. Ich habe ja in Deutschland die russische Optik eingeführt. Hatte also anlässlich einer Reise nach Wien, gab es eine Ausstellung von den Russen und habe gesehen, was die für tolle Ferngläser und Mikroskope machen. Und ich hatte mit dem ja gar nichts zu tun. Ich habe aber eine Notiz an den Josef geschrieben und habe gesagt, ich halte es also für wichtig. Damals war das, also wie ein Handy zu besitzen heute, musste man damals ein Fernglas haben. Und dann hat er mich zu sich gerufen und hat gesagt, ja, willst du denn das übernehmen? Kannst du das? Ich sage, klar. Ja, dann gehst du, prüft das mit den Russen, wo man hinkommt. Also ich die Bad Godesberg, die Handelsvertretung angerufen der Russen und habe gesagt, wo kann ich denn hin? Ja, sagt er, müssen Sie nach Moskau, die Firma hieß Maschprin Borentalk, schicken Sie einen Fahrer, der kann das Visum gleich mitnehmen. So war das damals gewesen. Unglaublich, ich kann Ihnen sagen, es war unglaublich gewesen. Und dann haben Sie dieses Geschäft ja, dann in Moskau aufgebaut. Ja, wir haben Stiftung Warentest sehr gut, Vergleich mit Zeiss und uns, beide sehr gut, Zeiss 690 Mark, Neckermann 90 Mark. Ja, und mit einer riesen Verdienstspanne.
Und da hat man gesagt, Sie sind nicht geeignet, Sie müssen die Karstadt-Ideologie annehmen. Ja, ich habe natürlich gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage. Ja, ich gucke nicht zu, weil ich gesehen habe, was getan wird, wie das, was ich aufgebaut hatte, kaputt gemacht wird. Ja, deshalb habe ich gekündigt. Schon damals von Karstadt. Heute ist ja, das ja, ja. Klar, das dass das nicht klar, die größten Genies klar. sind. Aber Sie, damals. Ich kann Ihnen ein Beispiel sagen. Wir waren dann dort und wir, damals war besonders der große Trend Super 8 Kameras, achtfach Zoom. Ja. Und wir hatten 5 Stück. Die billigste, 2,98, 3,98, 4, 5 und 6. 6 war dann Neckermann Bestleistung. Aber der Einkaufspreis zwischen der billigsten 2,98 und 6,98 war nur 50 Mark Differenz. Dann haben die Karsteller mir erklären wollen, dass ich alles für 2,98 verkaufen muss. Dann habe ich gesagt, also über solche Kenntnisse verfüge ich nicht. Ich mache Industriemarketing und nicht das, was Sie sich vorstellen. Und das ist auch dann gewesen, ich war der Einzige, der widersprochen hat. Alle sind mitgelaufen, ja. Und man könnte ja tausendes erzählen, da reicht die Zeit heute nicht, ja. Aber wir wollen ja wissen, wie Sie Unternehmer geworden ja, sind. Daraufhin, ich hatte mich ja, da hatte ich die Aufgabe noch damals auch von Herrn Neckermann, mich um die, weil ich ja die Rechner eingeführt habe. Commodore in Deutschland habe ich eingeführt. Das, der Inhaber war Jack Tramiel, ein Jude aus Lodz, ein toller Typ. Das beste Kompliment, was ich je gekriegt habe von ihm, hieß, Wiesner, you are twice as choose than me. Twice as? Choose. Und naja, jedenfalls habe ich mir das vorgenommen, da die Rechner auch zuständig waren. Damals gab es ja die LED-Uhren, die haben damals die Uhren gemacht. Und ich sollte mich darum kümmern. Und dann bin ich ins LED-Uhrengeschäft eingestiegen und bin bei Neckermann weg. Habe mich mit einem Freund selbstständig gemacht und wir hatten sofort Erfolg, weil wir eben vieles wussten, was andere nicht wussten. Speziell damals war ja die Reparatur so einer LED-Uhr, die war nicht so technisch einwandfrei. Ja. Ich habe gekauft immer 10% komplette Ersatzteile. Und wir konnten sofort reparieren. Das heißt, die ganzen Wettbewerber haben 4 Monate gebraucht. Bei uns waren es 4 Tage. Daraufhin habe ich die ganzen Geschäfte gekriegt. Alle Großen haben alle nur noch bei mir gekauft. 30% Marktanteil nach GfK. Sie waren erst praktisch einigermaßen schon, kann man sagen, selbstständiger Angestellter. Also ja, haben ja. Sie Ihre eigenen Sachen waren da gemacht. Viele Mitarbeiter. Sehr erfolgreich, ja. Haben ein hohes Know-how angesammelt. Dann hatten Sie Quach mit denen, haben hingeschmissen und haben mit genau diesem Know-how, aber LED war doch was anderes. Sie hatten ja, ein gewisses Know-how damals, im Handel. Ja, oder? LED, ich hatte ja die Rechner gemacht. Ja. Ja, die Rechner hatten ja auch LED-Display damals, die roten bis dann. Also Sie verstanden LCD was von der Sache, darauf will ich hinaus. Und die Hersteller von den Rechnern, die haben ja alle dann auch als erste die Uhren gemacht, die elektronischen. Ja. Also Ihre Gründung heißt, ich verstehe was vom Fach besser als meine Vorgesetzten. Jetzt habe ich die Nase voll und jetzt mache ich es selber. Und dann, das würde ich noch gern ein bisschen nachzählen. Haben Sie einen Freund gehabt oder gefunden? Ja. Oder ja, Freund, wie ging ja. denn das? Ja. Von dem Moment, wo Sie bei Karstadt hingeschmissen hatten, zum ersten Erfolg, diese Strecke, wie war das denn? Ja, also dazu gehören ja, ich habe ja auch die ganzen Reklamationen mit bearbeitet, natürlich nicht persönlich, sondern ich habe mich darum gekümmert bei den ganzen Produkten, die wir hatten und habe also gewusst, was der Endverbraucher am meisten sucht. Nämlich Information. Und bei den Uhren war es so gewesen, wenn schon die Uhr da war, die Batterien waren schnell leer. Dann haben die ins Kaufhaus, zum Beispiel Kaufhof, ja, oder Karstadt oder wo immer, ja, dann haben die Verkäufer oder Verkäuferinnen den Deckel hinten aufgemacht und geguckt, Batterie raus, haben wir die da oder nicht. Da fing es schon an. Die Batterie wieder reintun, haben sie sowieso nicht geschafft. Batterie war nicht da. Jetzt standen sie da, nichts war zu machen. Erste, was ich gemacht habe, ganz einfach, von ersten Tag an, ich habe auf den Rückdeckel die Batterietypnummer draufgeschrieben. Das war eine Sensation. Ja,
das hat mir alle jeder nachgemacht. Ja? Das Einfachste, was natürlich ist, ja, ist immer der Erfolg. Das müssen Sie sich generell merken, würde ich sagen. Also der Mut, hinzugucken und nicht glauben, das haben tausend andere auch schon überlegt, nee. Sondern hingucken und sagen, was fehlt, was ja. ist falsch. Ja, was gebraucht wird, wo ja. die großen Problematik am Point of Sales passiert. Aber man denkt immer, da sind so viele Vorgesetzte und so viel Management alles. Und so viel Managementberater, die wissen das doch alles. Und da kommen Sie nee, und die sagen... Die wissen es nicht. Die haben höchstens... Naja gut, ich sag's. Da haben an der Uni Master of ja. Business Administration gemacht, wollen Sie sagen. Nee. Die haben höchstens den Wunsch, dass ich eine Rolex-Kopie mitbringe vom Fernost. Ja? Aber das ist alles, was sie dann wissen. Also Sie haben keine hohe Meinung von... Nein. Weil vieles, das ist ja die Problematik, jetzt bei den Unternehmungen, man kann sich sehr so angucken, ob das jetzt Neckermann ist oder Karstadt, ja. Die Obersten wissen nicht, was sie tun. Das Personal ist die Leidtragende, obwohl die besser sind als die von ganz oben in ihren Vorstellungen. Das können Sie mir glauben. Ich könnte Ihnen ein Beispiel erzählen, das würden Sie nicht glauben. Also ich verstehe Fachwissen, einen gewissen Mut hinzugucken und zu sagen, ich verstehe es besser oder ich verstehe es und die anderen ja. haben nicht genau hingeguckt. Und Trend zu erkennen. Ja, sagen Sie dazu was? Wie erkennt man Trend? Wo haben, wie? Ja. Indem man es selbst macht. Natürlich. Das große Problem ist, die Einkäufer in den egal welchem Bereich, die wissen ja meistens, ich spreche jetzt mal vom Handel, ja? Ja. Die wissen ja meistens nicht, die gieren ja danach, dass sie was Neues kriegen. Also können sie auch was erfinden. Ich sage Ihnen ganz was Einfaches. Mit den Uhren habe ich damals... gesagt, kam er auf die Idee, weiße Damenuhren zu machen. Die gab es nicht. Weißes Lederband. Hab gesagt, Mensch, in Amerika, der Riesentrend. Kein Wort war wahr. Die haben gekauft, da war erstmals die Ware am Markt, am Kunden kaufen. Wir haben verkauft, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Also Sie haben was gesehen? Sie haben was gesehen? Nee, ich habe was erfunden. Also Sie haben das ausgedacht? Natürlich. Natürlich. Wie kamen Sie darauf, dass die Damen weiße Uhren? Ja, weil es war nichts da, wir mussten hier was bringen, Damen sind modisch, brauchen sich ja nur die Klamotten anzugucken, ja, und weiß ist in. Ja. Also haben Sie es auf Uhren übertragen, weil Uhren ja, war Ihr Ding. Ja, da gibt es eine ganze Menge Sachen, die man, sag ich mal, machen kann. Ich hatte ja einen Nachfolger, als ich dann aus der Uhr, ich hatte einen Schlaganfall 92, das muss ich dazu sagen, und habe damals, als ich mich selbstständig gemacht habe, einen Nachfolger gehabt. Ich habe die verkauft, die Firma, und den habe ich also versucht, alles zu geben. Der kam dann nach Fernost, haben alle Tricks verraten, kam zurück mit 2000 Uhren. Dann ist er zu den Kunden hin, und hat gesagt, ich habe alles, sucht es euch raus. Ich bin mit 20 Uhren hin. Und habe gesagt, 18 müsst ihr haben, die zwei könnt ihr euch überlegen, ob ihr sie wollt. Und dann habe ich die Umsätze gemacht. Wenn man alles nur zeigt, man muss Überzeugungskraft haben. Ja? Und wenn die Ware wirklich im Laden ist, dann läuft es auch. Wenn sie einigermaßen Verständnis haben für Technik, Aussehen und. Mhm. Also ein bisschen Verkäufertalent höre ich da was. Ja, das ist, weiß nicht woher, aber es ist halt gegeben. Ne? Ja. Machen wir mal ein, ich kenne Sie ja mit den Energiesparlampen. Ja. Da gibt es große Firmen, Siemens, Osram, Philips und natürlich in Fernost alles Mögliche. Und dann kommen Sie, und diesmal hatten Sie doch von Lampen eigentlich, sage ich mal, nicht viel Ahnung. Oder wie war das? Wie kamen Sie auf Energiesparlampen? Ganz einfach. Es gab ja das Thema Energieeffizienz, CO2 und was gab es? Die Energiesparlampe. Also ich war der Erste, der eine Glühlampe als Energiesparlampe rausgebracht hat. War meine Intention mit meinem Hersteller und wir haben einen Riesenerfolg gehabt. Sie können sich nicht vorstellen, was wir verkauft haben. Millionen. Ja. Und da gehört natürlich auch dazu, ich habe bei jeder Energiesparlampe
ein kleines Broschürchen dabei, wo ich dem Kunden sage, was die Energiesparlampe ist, was er machen muss, was zu beachten ist und, und. Ja. Leider Gottes hat die Energiesparlampe natürlich eine Negativung gekriegt, angeblich wegen des Quecksilbers. Früher in der Schule haben wir Thermometer zerbrochen und in den Kügelchen gespielt. Ja. Ja. Heute ist es angeblich gefährlich, obwohl überhaupt nichts da ist. Ja. Die Menge ist so gering, und bei unseren Lampen sind wir auch die einzigen, wir nutzen einen Amalgam. Das heißt, das Quecksilber ist gebunden. Wenn die Strom fließt, eingeschaltet wird, löst sich das, geht in die Lampe, damit das Licht erzeugt wird. Und wenn ich es ausschalte, marschiert das Quecksilber wieder ins Kügelchen. Und wenn es zerbricht, ist es auch gebunden. Ist gebunden. Ja, ja. Das Bundesumweltamt hat ja einen Test gemacht, ja. Und unsere waren natürlich mit Abstand die besten. Ich habe eingangs gesagt, Philips, Osram, ganz große Firmen, Abteilungen mit Forschung. Und dann kam Megamann, das sind Sie. Ja. Und wie macht man das, dass man an den Großen vorbei, also Innovation. Andere würden ja erstmal in die Knie gehen. Innovation. Innovation heißt, etwas anders zu machen als jeder andere. Ich habe ja was mitgebracht, ich kann es vielleicht schon mal vorführen. Ganz einfach. Hier unten sehen Sie einen grünen Ring. Den habe ich patentiert. Das ist möglich. Das heißt, der Kunde, wenn er die Lampe nimmt, kriegt sofort in den Augen. Der sieht es sofort. Er sagt, was ist denn da? Es zeigt die Umweltfreundlichkeit. Dann habe ich nicht mattiert, sondern ich habe einen Silikonüberzug. Wenn die Lampe runterfällt, ist er noch in Ordnung. Auch wenn es zersplittert ist, wie bei der Frontscheibe von dem Auto, ist nur gesprungen. Also Quecksilber kann sowieso nicht raus. Haben Sie sich ausgedacht? Ja. Ah ja, das war... Warum kommen da die Ingenieure von Siemens und von Philips nicht drauf? Also, ich sag's, wie es ist. Ich habe all diese Informationen an alle Mitbewerber weitergegeben. Alle. Und habe mir sagen lassen, ist viel zu teuer. Das machen wir nicht. Ja, so läuft es heutzutage. Ja. Der Mehraufwand ist vielleicht 5 Cent, wenn es hochkommt. Weil das Produkt relativ preiswert ist und was es teuer macht, sind die Spannen dann im Großhandel, Einzelhandel und so. Ja. Inzwischen ist es so, dass der Handel mit Margen arbeitet und mit Methoden, ich glaube, die kennt keiner von Ihnen, was da übrig bleibt, welche Margen die haben, welche Anforderungen. Das ist unglaublich. Also das gute kaufmännische Verhalten, nicht mal Handschlaggeschäfte, total vergessen. Ich sage immer, in der meisten Zeit der Neuzeit war immer eine Diskussion über den gerechten Preis. Und da gibt es unendlich, die Kirchenväter haben sich geäußert und die Ökonomen und alle. Und sie haben immer so geredet um etwas, was ich so nennen würde, 10% Aufschlag. Der Kaufmann kauft es ein und er darf so 10% nehmen. Die einen sagten, das ist zu viel, die anderen sagten, es ist zu wenig. Aber so ungefähr der gerechte Preis war so um 10% herum. Ich muss allein bei einem großen Kunden 27,5% Abschlag zum Preis. Wenn ich 5 Euro verlange, gehen nochmal 27,5 ab, dann habe ich meinen Außendienst, Finanzierung etc., wissen Sie ja, was übrig bleibt. Ja, und wie verkauft der das? Mit 80% Spanne von oben. 80% Spanne ja. Von oben. Das ist meine Beobachtung, die ist aber nirgendwo aufgeschrieben, dass der Bereich dessen, also die Diskrepanz dessen, was etwas kostet, sowas zum Beispiel, ja. Ich schätze mal, das kostet 10 Cent, ja. Vielleicht auch weniger. Ja. Und wie es verkauft wird, ist ein Euro oder vielleicht sogar mehr. Ja. Also das, was in den Handel geht, ist immer mehr, obwohl die Logistik des Handels ja immer effizienter wird. Also es ist nicht die Logistik, sondern es ist das Markenbilden. Das Problem ist, dass in früheren Zeiten,
es etwas anders war. Da gab es viele Vertreter, die sind in die einzelnen Läden gegangen, haben die Leute unterstützt, haben gesagt, Mensch, das musst du machen, machen wir eine Werbung und. Dann ist es eventuell nicht gelaufen. Dann hat er es gesagt, okay, ich nehme das zurück, nimmst du für den gleichen Wert was anderes. Ich kann es ja woanders hin verkaufen. Heute nicht mehr. Nur noch die Zentralen geben denen das. Der Einzelverkäufer hat keinen Einfluss mehr. Und deshalb geht es bergab, nicht bergauf. Energiesparlampen. Irgendwann haben Sie angefangen, selber zu produzieren. Haben ein großes Unternehmen in China. Ich habe mal so die Bilder gesehen, ich war nie da. Wie ist denn heute? Das war damals schon ziemlich groß. Ja, wir haben also die höchste Umsatzgröße gehabt, das war 2008. Dann gab es diese sensationelle Entscheidung der EU, Glühlampenverbot. Als das nicht bestand, haben wir verkauft und konnten die Ware nicht beibringen. Als das Glühlampenverbot kam, haben alle Glühlampen gekauft und keine Energiesparlampen mehr. Auf Vorrat damit. Gehen Sie mal in die Baumärkte und gucken Sie mal, was die noch da haben. Was ein Unsinn. Das ist wirklich ein absoluter Unsinn. Ja? Und dann gab es das negative Quecksilberthema. Ja? Und dann wird Halogen verkauft, aber Halogen ist keine Energiesparlampe. Die nennen es wohl Eco-Halogen, das ist aber Quatsch. Ja? Der Witz ist zum Beispiel eine 60 Watt Halogenlampe, die hat 830 Lumen gehabt, das ist die Helligkeit, die sie abstrahlt. Ja? Dann haben sie gesagt, die 60 Watt wird jetzt 30%, braucht weniger Energie, kosten ist nur noch 42 Watt. 42 Watt hat nur noch 620 Lumen, davon spricht keiner. Es ist ein Trick, es ist nicht wirklich Einsparung. Ja. Sie haben in China da eine Produktion aufgebaut, Sie haben mir mal erzählt, da haben Sie 100 Ingenieure, chinesische Ingenieure, und die leiten sich auch irgendwie selber. Sie leiten das gar nicht, aber trotzdem mit einem guten Ergebnis. Ja, es ist ja so, dass die Fabrik den Chinesen gehört. Ja? Und die haben also wirklich noch, die sind begierig, so wie es bei uns nach dem Krieg war. Ja? Jeder wollte sich einsetzen, sind wirklich begierig, die Leute. Das ist bei uns ein bisschen verloren gegangen. Ja? Wenn die was entdeckt haben plötzlich, dass sie was machen können, dann ist nicht um fünf Feierabend. Dann machen die weiter. Ja? Und natürlich kriegen sie dann einen Bonus, weil sie wieder was Besonderes geschaffen haben. Das läuft eben dort auch so. Ja? Und nicht nur da. Ja? Wir sind ja das einzige Unternehmen in China auf den Lampensektor, das SA 8000 zertifiziert ist, seit 10 Jahren. Das ist besser, ich sage immer, wenn wir unsere Fabrik in Deutschland hätten, würde in Augsburg bei Osram keiner mehr arbeiten. So sind die Einstellungen. Sie kaufen es nicht. Wir hatten einen, vielleicht interessant, ein amerikanisches Großunternehmen da, die haben die Firma besucht. Und weil wenig Zeit war, haben wir in der Kantine, große Kantine, wo die ganzen Arbeiter essen, gegessen. Und er war richtig begeistert von dem Essen. Und er sagte, sagen Sie mal, was zahlen denn Ihre Arbeiter für das Essen? Dann hat er gesagt, kriegt nichts, das bezahlt die Firma. Was hat er gesagt? Dann kann ich bei Ihnen ja gar nicht kaufen, das sind Sie ja viel zu teuer. Das ist die Einstellung. Das ist die Wahrheit. Ja. Also bleiben wir mal bei dem Thema China und Innovation. Also erstmal ist es ja für den Normalmenschen gar nicht so einfach, da in China irgendwie Fuß zu fassen und irgendwas zu bewirken oder auch nur gescheites Material einzukaufen. Ich hatte natürlich Vorteile gehabt. Dadurch, dass ich ja weltweit gereist bin, auch während meiner 19 Jahre Neckermann, habe ich natürlich den Bereich China 3-4 Mal im Jahr besucht. Waren Sie schon da? Ja. Ah, ja. Und auch alle anderen Länder rund im ganzen asiatischen Raum. Ja. Und dadurch ist es natürlich einfacher gewesen. Und das haben Sie sich selber beigebracht, wie man mit dieser Kultur umgeht? Ist ja doch eine etwas andere Kultur. Ja, eins ist ganz wichtig. Man muss die Leute so behandeln, wie man selbst behandelt werden will. Das ist leider Gottes in der deutschen Mentalität nicht vorhanden. Da gibt es so viele Herrenmenschen.
Die sind so eine Unterklasse. Ja, das ist so. Glauben Sie mir das. Das ist leider Gottes so. Ja, und wenn Sie das haben, ja, dann haben Sie wirklich hervorragende Partner, mit denen Sie alles Mögliche machen können, die Ihnen auch helfen, wenn es mal nicht so läuft, das gibt es ja auch, nicht? Das ist also schon eine gute Geschichte. Aber es klingt ja doch einfacher, als es vielleicht wirklich ist. Es ist einfach. Ist, ja. Ja, also ich finde es einfach, weil ich meine, gut, ich bin vielleicht so gestrickt, ja, aber ist es wirklich einfach, jemanden so zu behandeln, wie man selbst behandelt werden will, ja? Und das ist eben nicht da. Sie wissen ja selbst, nehmen wir mal hier Berlin mit vielen Ausländern, da wird also dann mit den Türken gebrochen Deutsch gesprochen. Ne? Vielleicht spricht er besser Deutsch wie der Deutsche. Ja? Das weiß man, ja. Ne? Das, so hängt das eigentlich zusammen. Ja? Und das ist natürlich nicht in Ordnung. Also Sie sagen, man braucht gar keine großen Bücher über Interkulturalität lesen, sondern muss mit dem gesunden Menschenverstand sagen, die sind nicht Menschen zweiter Klasse, auch so wenn wir es manchmal so ein bisschen, ja, so, die müssen noch lernen und wir sind die ganz Tollen. Und wir so werden uns noch wundern, was da auf uns zukommt. Ich kann Ihnen sagen, die haben eine Entwicklung, das ist unvorstellbar. Wenn Sie mal so die Chance hätten, mal so eine Fabrik, wie bei uns zum Beispiel, weil das wirklich aus modernster Tag ist, sehen, das glauben Sie nicht. Ja, das ist Hochtechnologie. Das kenne ich aus Thailand. Thailand hat immer so den Ruch, so, ja, Tourismus und Prostitution und so. Nee. Und dann gehen Sie mal in eine Fabrik, die BMW 7er war ja da in Thailand. Ja. Das heißt, die sei der beste Qualitätsstandard weltweit. Und ja, das sind Fabriken wie bei uns. Wir bringen es Ihnen ja bei. Das ist das Thema. Das habe ich ja damals auch gemacht. Ich habe von unserem Labor die Techniker mitgenommen, ja, nach Japan, wegen den Kameras damals und so weiter. Ja, wir haben denen beigebracht, was zu machen ist. Ich war dann auch mal zuständig für den Bereich Rundfunk, Fernsehen, Phono. Nicht? Da haben wir mal acht Japaner, ich und der Kollege, ging es um eine Zugentlastung vom Radio, also ins Kabel, wo es rauskommt, wo es ins Netz stecken können. Ne? Was machen wir? Ein Loch hinten rein, ein Knoten, geht nicht mehr durch. 5 Stunden haben wir denen das erklärt. Haben wir gedacht, jetzt haben sie es kapiert. Am nächsten Morgen kamen sie an, haben wir sie nochmal erklären können. Heute zeigen sie uns, wie es geht. Ich will nur mal das als Beispiel geben, ja, was für Know-how, das war kein Know-how, aber was wir reingebracht haben und was wir heute kriegen. Also damals hatten wir mehr Know-how als die. Heute hat man das Gefühl, sind die Universitäten dort mindestens so gut wie hier, möglicherweise sogar inzwischen besser. Und haben so Klientel als Studenten, die einen anderen Biss haben. Das Mäzenentum ist dort sehr groß. Ja. Das heißt also, die Firmen, die großen Firmen, die spenden viel Geld für die Universitäten. So dass die also gut ausgestattet sind. Was bei uns hier, ich weiß nicht, wie weit da was läuft, aber bei beiden nicht der Fall ist. Ja. Bleiben wir noch mal bei Ihrem unternehmerischen Genie, sage ich mal. Diese Energiesparlampen, Sie haben mitbekommen, ähnlich wie ich auch, irgendwie hatte ich mal gelesen, die einfachste Art ist, Energie zu sparen, ist die Lampe nach links drehen, raus, und die nächste nach rechts rein. Gab es auch so eine Kampagne in den USA, Turn left, turn right, und du hast was getan für Energiesparen. Das hat mir sofort eingeleuchtet und so sind wir, da habe ich ein bisschen recherchiert im Markt und diese Siemens und Philips und so, die haben freundlich zurückgeschrieben, wenn überhaupt, und wir sind in Kontakt gekommen. Von der Idee zu sagen, das ist was, dieses Turn left, turn right, hin zu einer Produktion mit Millionen Lampen, die da auch funktionieren und die, Sie sagen, immer besser sind als Osram und Philips, kann es nicht beurteilen, aber schlecht sind sie nicht. Und bei den Stiftung Tests haben sie immer sehr gut abgeschnitten. Ja. Wie macht man das? So ganz Thema ist, eine Lampe hat ja verschiedene Dinge, die wichtig sind. Das ist der Leuchtstoff einmal, wie brillant das Licht wird, und die Komponenten, das heißt die elektronischen Komponenten. Und bei den Komponenten kann man ordentliche nehmen, die kosten dann 2 Cent mehr und man spart die 2 Cent.
Ja? Und wir haben immer gesagt, ich zahle lieber das mehr, aber ich will was Gescheites. Und das hat sich, nehmen Sie doch mal die Automobilhersteller. Die billigen Autos haben Riesenprobleme. Die teuren Autos marschieren. Ja, das ist doch eine ganz klare Sache. Also Sie sagen, die anderen sparen zu viel. Man ja. darf an der Qualität nicht sparen. Und die kostet auch gar nicht so viel. Das kostet ist meine Erfahrung nicht so viel. Ja. Kostet nicht so viel. Das steht in keinem Verhältnis zu dem, was Sie an Ärger kriegen, wenn Sie die Qualität nicht machen. Ja. Und wie haben Sie das in Deutschland aufgebaut? Ich meine, Energiesparlampen war ja auch für Sie was Neues. Ja. Sie hatten mit Uhren Ihr Fach. Ja, ja es ist ja gar nicht so schwierig. Man muss erstens mal überzeugt sein. Ich war vollkommen überzeugt, dass die Energiesparlampe das Licht der Zukunft ist. Und das habe ich natürlich auch in meinen Gesprächen mit den Abnehmern immer so dargemacht. Ich habe die also überzeugen können im Gespräch, ja. Und das war natürlich dann haben sie gekauft und dann haben sie gesehen, wie toll das ist. Ja. Und dadurch haben wir dann also eine Überzeugungskunst und Redegewandtheit ja, im Verkaufsgespräch ist ganz wichtig. Nämlich, ich war nicht der Billigste. Ja. Konnte ich auch. Nicht, weil ich mehr verdient habe, sondern weil ich das bessere Produkt hatte. Ja. Das gilt bis heute. Dann gab es ja in den Medien hier einen ziemlich fürchterlichen Film, ja, wo diese Quecksilbergeschichte da besonders herausgearbeitet wurde. Die haben bei uns 5 Stunden gefilmt, nicht eine Minute wartet. Die haben alles rausgeschnitten, weil ich denen die Wahrheit gesagt habe. Wir sind gar nicht aufgetreten. Ja. Also das hat ja ziemlich verheerend gewirkt. Dieser Film war für sich gut gemacht und sehr emotionalisierend. Also auch in meinem eigenen Umfeld, Kollegen haben gesagt, Energiesparlampen, ja fürchterlich. Unser Absatz ist vorübergehend so auf Null gegangen. So ist es. Und dann haben wir erklärt und eine E-Mail geschrieben, dass bei uns das Quecksilber, ihre Lampen da gebunden ist. Und dann hat sich so langsam wieder erholt. Aber das war der vernichtende Schlag gegen diese Energiesparlampen. So ist es. Aber vorher war das Bundesumweltamt hat einen Test gemacht mit 2 Lampen. Eine Osram, eine Philips. Und hat die in einen Glasbehälter genommen, der war luftdicht, hat nur ein Loch gemacht, hat die Lampen zerstört, brennend und keine Luftzirkulation, gar nichts. Und haben sie festgestellt, dass das Quecksilber hoch war. Ist ja logisch. Ja. Da konnte ja nichts weggehen. Das war also alles verkehrt. Also auch Osram Philips, jeder hat sich beschwert, auch ich, obwohl ich nicht getestet war. Und dann haben sie neu getestet, ja, und sie richtig, siehe da, 0 Probleme. Aber der Ruf ist weg. Nur eins kann ich Ihnen sagen, ich habe gerade die neuesten Zahlen vom ZVEI gekriegt. Das erste Vierteljahr 12 zu das erste Vierteljahr 13. Energiesparlampen sind im Kommen. 8,8% plus. Erholt sich langsam wieder, ja. Es hängt damit zusammen, dass der Ersatzbedarf da ist. Und die Leute haben vielleicht 3 Lampen und eine fällt aus. Die LED ist vom Licht noch nicht ganz so. Ja? Und dann nehmen die lieber, weil sie kein Problem mit dem Quecksilber haben, nehmen es. Nur die Neukunden, die man brauchte, ja, die nehmen es eben nicht. Wo sie läuft, die Energiesparlampen, ist im Fachhandel. Und im Großhandel. Da sind nämlich die entsprechenden Leute, die den Kunden das erklären und dann gibt es keine Probleme. Aber in den Massenmarkt, Baumärkten und so weiter ist das nicht der Fall. Wir haben ja damals eine CO2-Kampagne angefangen, haben dann recherchiert, haben lange gebraucht, sind schließlich bei Ihnen gelandet. Und dann war immer die Diskussion, LED klingt vernünftiger, es hat auch einen höheren Einspareffekt, aber das Licht ist nicht in Ordnung. Was ist denn der Stand heute? Ja, inzwischen ist es in Ordnung, weitestgehend. Es gibt natürlich noch eine ganz große Entwicklung, die vor uns steht. Erstens ist es so, dass die LEDs stark für Fernseher gebraucht wurden. Das heißt, der Lichtmarkt hat gar nicht genügend gekriegt, deshalb waren sie auch teuer. Und die LEDs für den Fernseher müssen nicht die gute Qualität haben wie für Licht. Weil das ist ja Hintergrundbeleuchtung. Und das andere ist ja abstrahlendes Licht. Und das also ist viel aufwendiger zu machen. Aber inzwischen sind die Kapazitäten größer geworden und man hat in der Entwicklung auch einiges gemacht, was
hochinteressant ist, sodass man pro Watt, das man reintut, höhere Lumenzahl kriegt. Wir haben ja angefangen mit Watt 60 Lumen, war schon gut, dann 80, 90, jetzt etwa 100, aber wir werden Ende des nächsten Jahres 150 Lumen haben. Was heißt das? Wenn ich bisher 10 Watt für eine Glühlampe Ersatz wollte, für die entsprechende Lumenzahl, habe ich 10 Watt gebraucht, um 600 Lumen zu kriegen. Mit 150 Lumen und mehr brauche ich nur noch 4 Watt. Aber der 4 Watt Chip, LED-Chip, ist billiger als der 10 Watt. Ja? Das heißt also, die Preise gehen nach unten. Und die Qualität wird besser. Anfang hat man das ja handgelötet, so wie die ersten Energiesparlampen. Ja. Zum Schluss ging es vollautomatisch. Inzwischen gibt es die ersten Automaten für LED. Und wenn Automation kommt, ist die Qualität natürlich auch besser. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und hinzu kommt, wesentlicher Punkt, Löhne in China. Die Kommunistische Partei hat ja festgelegt dieses Jahr, jedes Jahr zwischen 15% und 20% Lohnerhöhung. Das schlägt voll durch, was Produkte eventuell billiger werden. Nicht nur die Lampen, sondern auch andere Produkte. Ja. Das heißt, diese Reduzierung kann nicht in dem Maße weiter vorangehen, weil die Löhne dagegen stehen. Ja. Natürlich ist es noch viel billiger, wie in Europa das herzustellen, aber es ist für China schon teuer. Ich kann Ihnen ein Beispiel sagen, IKEA hat in Indien, weil es ja billiger ist, LED-Lampen gehabt, können Sie nachgucken. Also bei uns in Hanau haben Sie sie jetzt raus. Was haben Sie neu? Chinesische. Warum? Weil sie besser sind. Infrastruktur, Know-how ist viel höher als in diesen noch nicht so entwickelten Ländern wie Indien. Bei LED heißt es immer, mein Stand der Diskussion, dass es so ein gerichtetes Licht ist. Das ist gut so für Spotlights oder für Werbung und Diskos, aber nicht für Raumlicht. Ja, das hat man inzwischen auch im Griff. Wir haben ja bei der Energiesparlampe auch das Thema gehabt, dass wir rundum Licht hatten und wollten Reflektoren, geradeaus Licht, sage ich mal, ne? Ambientlighten und so weiter. Das hat man jetzt, ich habe ein paar LED-Lampen mitgebracht, ich zeige sie mal, ich habe auch eine Lichtleiste da, wo man es zeigen kann, wie die funktionieren, ja? Wie das Licht inzwischen schön geworden ist und das Rundumlicht man hingekriegt hat. Indem man die Anordnung der LEDs nicht nur mit einem Chip, sondern mehreren so angebracht hat, dass dieses Rundumlicht entsteht. Herr Wiesner, Unternehmer sein, womit beschäftigen Sie sich tagsüber? Mit der Buchhaltung, mit Ihrem... Katastrophe. Was ist das? Sagen Sie mal, das sind ja lauter Zuhörer, die so zumindest ernsthaft also, darüber nachdenken. Sie nehmen sich, wenn Sie abends aus dem Geschäft gehen und nicht das erledigen konnten, was Sie eigentlich machen wollten, für den nächsten Tag vor, heute wird es gemacht. Kommen Sie ins Geschäft, alles schon gelaufen. So 50 E-Mails, wenn es wenig sind, da, die alle sofort eine Antwort wollen. Vieles ist sinnlos, aber Sie müssen es beantworten. Es ist so. Müssen Sie selber? Ja, es gibt gewisse Dinge, die können Sie nur selbst machen. Ja? Und der Einkäufer, der ist tödlich beleidigt, wenn ich es nicht mache. Ja? Und das, eine Sekretärin, die so tut, als sei sie Sie? Das geht, ja. Aber wenn es technische Fragen sind und so weiter. Früher war es einfacher. Wissen Sie, haben Sie Sekretärin gehabt, stenografiert hat die, haben Sie diktiert, dann hat die einen Brief geschrieben, Postmappe gebracht, durchgelesen und gesagt, ah, das wird so gut. Komm, das ändern wir nochmal den Satz. Bei E-Mail wird rausgeschickt, was ein krankes Gehirn gerade fertig bringt. Ja. Ich kann es nur so sagen. Da kommen Sachen an, ja, das könnte ich gar nicht vorstellen. Also selber machen oder kontrollieren. Ja, so viel Kontrolle können Sie gar nicht durchführen. Ich sage nur, Sie müssen ja diese vielen E-Mails, die Sie erreichen, auch beantworten können. Ja? Man soll ja nicht nur erfolgreicher Unternehmer sein und da schönes Vermögen anhäufen, sondern man soll ja auch ein glücklicher Mensch werden, sage ich immer. Haben Sie ein Rezept, wie man nicht als Unternehmer untergeht mit den E-Mails und allem anderen, sondern ein glücklicher Mensch wird? Ja,
wenn man so eine Frau hat wie ich. Ja, doch. Das ist das Entscheidende. Das ist das Entscheidende. Was sie aushält oder ausgehalten hat, doch, das ist unglaublich. Ja. Sollte ich Ihre Frau interviewen? Aber ja. Geben Sie uns mal einen Tipp, was also die Frau eines Unternehmers, was muss die mitbringen? Viel Verständnis für das Geschäft, dass man nicht immer ständig da ist, ja. Dass man abends also sich nicht unbedingt nur noch unterhält, sondern auch mal eine Pause braucht, weil man das tagsüber gemacht hat. Ja, das ist alles nicht ganz so einfach. Und deshalb ist also beim Unternehmer die Frau, wenn er verheiratet ist, ein ganz wichtiger Punkt. Das sage ich nicht, weil meine Frau da ist, sondern da bin ich überzeugt davon. Ja. Nun ist das ja ein Thema im Mittelstand generell. Das ja. Unterscheidet Sie eher sozusagen an der Stelle mal nicht so gut von den großen Konzernen. Die scheinen das besser zu können. Dass der mittelständische Unternehmer typischerweise überlastet ist und typischerweise also und gebeugt sozusagen von dem Arbeitsdruck ist. Den er sich selbst macht, muss man ja. mal sagen. Ja. Ich könnte ja manches einfacher machen und ja. jetzt mehr Zeit nehmen. Das ginge ja. auch, ja. Aber das widerspricht meinem Naturell. Das ist eben das große Problem. Ich kann nicht aus meiner Haut heraus. Also jedenfalls bei mir ist es so. Das sagt mir ja meine Frau oft genug. Machen wir ein bisschen langsamer. Oder gib ab. Ja. Nur du kannst ja, was du in deinem Leben gelernt hast, all diese Dinge, was man macht, wenn sowas eintritt, so und so, können Sie ja niemandem erklären. Sie können es nur erklären, wenn dann der Fall eingetreten ist und sagen, das müssen wir so machen. Ja. Und der andere dann dasteht und sagt, ich verstehe das gar nicht. Wieso denn? Dann kann ich es erklären, warum ich der Meinung bin, dass es so gemacht wird. Ist es ein Punkt, dass Delegation häufig nicht klappt? Oder ist es der Punkt, dass Sie es halt doch selber in der Hand haben wollen, dass es so ein Stück Aktivität ist, Adrenalin. Also ich erlebe beides. Ja, das mit der Weitergabe oder das ist nicht so einfach. Also wenn Sie selbst mal ein Unternehmen haben, kann ich Ihnen nur sagen, Sie werden es nicht schaffen, ja, wenn Sie nicht irgendwas Automatisches haben, sich völlig frei zu machen. Das glaube ich nicht. Sie sind da viel zu stark drin, Sie sind der Ideengeber. Ja. Aber und Ideengeber heißt nicht 12 Stunden arbeiten. Ideengeber nee, kann heißen spazieren gehen. Das mache ich auch. Ich gehe also so gegen 10 Uhr ins Geschäft. Abends wird es dann manchmal später, aber das mache ich. Ja. Ja. Das frühmorgens, das brauche ich die Zeit. Sie haben ein großes Unternehmen. Jetzt gibt es Serial Entrepreneurs. Wir haben hier einen ja. unter uns, dazu ungefähr 30 Firmen, genau weiß es gar nicht, also um die 30 herum. Ja. So. Wenn der jedes Unternehmen so führen würde wie Sie, wäre der schon längst im Irrenhaus. Ja, ich weiß ja nicht, was er macht, ja. Naja, nein, 500 Mitarbeiter in ja, einem hat mit nichts oder getan. Noch 29 andere. Ja. Also es gibt schon die Möglichkeit zu delegieren. Ich habe so ein knappes natürlich. Dutzend und die Kampagne, eines davon, ich bin im Jahr, also wenn es hochkommt, so 4-5 Mal in der Firma. Da, wo der Tee gemacht wird und abgewickelt wird. Und wenn ich nach Hause komme, geht es mir wie Ihnen. Da habe ich das Gefühl, es war wahnsinnig viel. Ich bin zu dem, was ich wollte, gar nicht gekommen. Ja. Und zum Ideen geben oder Vorausdenken überhaupt nicht. Da muss ich möglichst, ich sage immer, am Unternehmen arbeiten, nicht ja. im Unternehmen. Im Unternehmen, Tagesgeschäft, gehen Sie drunter. Da brauchen Sie einen Manager, der das gelernt hat oder hoffentlich kann und dieses Tagesgeschäft bewältigt. Der Unternehmer muss den Horizont im Auge haben, wie Sie sagen. Ich mache ja nicht alles. Ich habe ja, also ich habe in der Firma bei mir 50 Leute, ja. Da bin ich einer davon, ja. Die anderen machen ja all die Detailarbeiten und. Ja. Nur wenn es ums Geschäft geht, um die Produktfestlegung, wie treten wir auf dem Markt auf und. Das ist Unternehmer. Ja, das kann ich wohl jemandem geben, dann fragt er mir einen Vorschlag, sage ich, ja, also was sagt, das habe ich mir anders vorgestellt. Fange ich von vorne an. Ja. Ja. Natürlich versuche ich mir die Leute beizubringen, dass sie inzwischen schon mal wissen, okay, so wird es gemacht und so und. Aber es ist eben nicht generell. Ja. Und ich brauche das auch, muss ich dazu sagen. Ja, das vermute ich auch. Das ist dieses Thema der älter werdenden selbst, also mittelständischen Unternehmer, die typischerweise Probleme haben mit der Nachfolge. Einmal, weil es vielleicht die Jungen nicht so beherrschen, aber zum großen Teil auch, weil der Ältere glaubt irgendwie, er braucht das für sie. Also es ist ein Stück weit, man macht es auch gerne, ich sage es mal so. Ja, natürlich. Ja. Ja. Und dann ist ja auch okay. Dann ja, natürlich, weil ich muss.
sondern weil ich es gerne mache. Das ist ein wichtiger Punkt. Sie machen, es ist Last, aber man macht es auch irgendwo gerne. Ja. Ich sage Ihnen ein Beispiel, Sie wissen das ja. Wir haben ja so viele Sensationen, Weltneuheiten, immer am 1. April. Ja, habe ich Ihnen die letzte geschickt? Nein. Das ist eine Schweinerei, muss ich sagen. Ich meine, ist untergegangen. Ja, Sie waren vielleicht nicht da gewesen. Hat der Untergebener verschlampt. Ja. Ich sage Ihnen die erste damals. Wir machen das jetzt 9 Jahre. Und ich hatte damals eine Ökosolarlampe erfunden. Das heißt, ich habe ein Solarpanel, eine Globlampe, die also einen großen Durchmesser hat, genommen, Solarpanel rein und hinten dran die Röhren und habe gesagt, die musste jetzt eine halbe Stunde in die Sonne liegen. Dann hat die so aufgeladen, dass die leuchtet. Wenn sie leuchtet, leuchtet sie durchgehend, Tag und Nacht, brauchst du nichts mehr machen. Dann haben wir als Gag noch dazu geschrieben, wir haben aber inzwischen so viel Strom, dass wir die nächste Generation so machen, dass wir den überschüssigen Strom ins Netz einspeisen. Ja, jetzt sage ich Ihnen, das schicke ich natürlich an meine Konkurrenz, also alle, nicht nur Osman Philips, aber die Spaß. Immer. Also, Osman, Herr Wiesen, wir brauchen sofort Oster. Philips. Das war die Sensation, das vergesse ich von Reden. Philips dann, erwiesen, wir gratulieren. Eins versprechen wir Ihnen. Wenn die Lampe am 1. Mai noch da ist, bauen wir sie nach. Wortwörtlich. Ja, so ist das. Und so haben wir also eine ganze Menge von diesen Dingen, die Ihnen ein Image beim Kunden geben. Jeder wartet, die fragen mich schon Monate vorher, was kommt denn? Da habe ich gesagt, das kann ich doch nicht sagen. Diesmal stimmt es aber, sage ich dann. Ja. Es macht Spaß. Also, was macht genau Spaß? Dass man so ein Kind quasi in die Welt gesetzt hat, was ihres ist, was erfolgreich ist. So ist es, ja. Und dass man, dass es nicht zu Ende ist, dass man ständig was Neues hat, ja. Und immer was Neues dazu machen kann. Und Ihre Klassenkameraden von früher? Die sind alle in Rente. Sind alle in Rente. Und geht's denen besser wie Ihnen? Nee, nicht besser. Die fragen mich ja immer, warum willst du nicht aufhören? Das ist für mich die schlimmste Frage. Also das mache ich. Werden Sie ärgerlich? Meistens. Aber ich habe zwischenzeitlich, was ich mir so leiste, ist alte Cognacs. Uralte, also 1802 ist mein ältester. Und im Durchschnitt so 120 Jahre alt. Da habe ich gesagt, was 72 bin ich, 120 will ich werden. Da brauchen wir uns jetzt nicht über den Ruhestand gehen unterhalten. Also können, wenn Sie die Geschichte noch nicht kennen, von dem Arnaud Hammer, der war der Chef von Occidental Petroleum und zu seiner Zeit war das, ich glaube, die viertgrößte Erdölgesellschaft der Welt. Ja. Und der kannte alle Khrushchev und Willy Reagan und machte da Geschäfte und es lief wunderbar. Und er war dann über 90 und als er das erste Mal einen Herzinfarkt hatte, glaube ich mit 91, ging der Börsenkurs, das war eine börsennotierte Gesellschaft, ging nach oben, weil man dachte, jetzt ist er weg, jetzt kommt ein junges Management und so. Da hat er, glaube ich, noch einen zweiten Herzinfarkt, wieder das gleiche, kurz nach oben und dann macht er aber weiter. Mit 93 ist er gestorben und jetzt kommt's, der Börsenkurs ging noch einmal nach oben und dann kontinuierlich nach unten. Heute gibt es Occidental Petroleum nicht mehr. Ja. Warum? Weil keiner das konnte. Der konnte halt mit diesem Khrushchev oder mit den Leuten, auf die es ankam, hatte der eine Art entwickelt oder Freundschaften, dass die so sein Ding machten. Ja. Das konnte nur er, das konnte kein Nachfolger. Und mit den anderen Großen war das nach kurzer Zeit aus. Das Wichtigste ist, ich meine, ich habe schon als Kindheit in der Schule und so weiter immer viel Fantasie gehabt. Ja? Das heißt, ich habe mir verschiedene Dinge vorstellen können, wo andere überhaupt nicht dran gedacht haben. Ja?
Und das habe ich natürlich auch bis heute beibehalten. Deshalb komme ich auf solche Ideen, nehme zum Beispiel die Aprilscherze, ja, oder was sonst noch, ob das in der Verpackung ist oder den Splitterschutz oder der grüne Punkt. Ja. Und. Also. Die Fantasien der Schule, haben Ihre Lehrer das gefördert? Ja. Waren Sie ein guter Schüler? Nee. Mittelmäßig. Ich sage. Herr Wiesner, ich glaube, wir haben ein bisschen gelernt, was das heißt, so da vom, ja, von der Lehrle durchgefallen bei der Bahn über Josef Neckermann und bei Karstadt raus. Ja. Und dann ein Riesending aufgebaut, der Name Megaman ist schon so ein Anspruch. Weltweit, über 90 Länder wird beliefert. Ja. Und Sie haben das aufgebaut, Sie sind stolz auf Ihr Kind, es macht Ihnen Spaß, es ist eine Last, aber irgendwo hat man das Gefühl, Sie tragen es auch ganz gerne. Ja, das muss man so sagen. Dann hoffen wir, dass Sie bis 120 da noch dabei sind. Und dann gucken wir mal, wie es dann ist. Danke.